Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. Hier geht gerade die Welt unter. Ich habe die Fliege nicht umbringen können. Und jetzt fliegt sie wie verrückt durch die Gegend. Ah, holt mich hier raus! Diese Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Hm. Oh. Oh. Oh, hey, Autosuche mit Schätzen. Warum zeigst du mir das nicht an? Ha. Die Frage ist, warum ist dieses Ding da? Ich weiß es nicht. Aber da hinten leuchtet es. Boah, das war schon verdammt gut versteckt, ja? Wie kommt man da jetzt am besten hin? Wie komme ich da jetzt hin? Ups. Dein Radius ist ziemlich schlecht, lieber Käfer. Jawohl! Sehr, sehr geil! Wir haben einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit können wir verschlossene Türen öffnen, aber wir können ihn nur ein einziges Mal verwenden. Sehr gut. Also, Drache, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich jetzt deinen Schlüssel mal verwende. Ich meine, es wird dir nicht wehtun, du bist eh schon tot. Sicherlich. Wüstengras, Wüstengras, anywhere. Gibt's das hier nicht? Oh. Schade. Ja, da werden wir dann auch noch ein bisschen fischen müssen. Nicht angucken, Link. Dann wollen wir mal, wo bringt uns das denn hier jetzt hin? Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich gleich zu in irgendeinem Raum mit 100 Millionen Gegnern. Das würde ich nicht so begrüßen, aber okay. Ja, damit kann ich leben. Bis hierhin ist es noch nicht schwer. Das wird wohl scheinbar auch nicht schwerer. Alter, jetzt müssen wir da einmal so einen riesen Umweg fahren, ey. Weiter geht's. Na? Sehr gut, sie gehört uns, die Sandzikade. Sehr, sehr schön. Ihr Lebensraum ist irgendwo, es ist mir auch vollkommen egal, wo der ist. Und wir haben 7 Stück davon. So. Wir haben hier eine Maschine. Also hier können wir auf jeden Fall erstmal das Teil aktivieren, ne? Man kommt hier nicht raus, im Gegenteil. Es ist nicht mehr möglich, hier überhaupt hinzufahren. So, schauen wir doch mal. Mach's doch mal bitte an. Oh, der Radius ist minimal. So, wo ist er denn? Hallo? Da. Hier gibt es viele große Steine der Zeit. Hast du auch die Erlaubnis des Donnerdrachen eingeholt? Ich wollte dieses Exemplar hier gerade zu ihm bringen. Hier sind viele Ungeheuer. Sei... Oh nein. Ich muss jetzt den kompletten Weg mit ihm mitlaufen. Oh shit. Oh shit. Da haben sie sich was Lustiges ausgedacht. Ja, ich möchte gerne mit. Geht das? Weg mit euch. Irgendwas Interessantes hier? Nee, ne? Weg mit dir. So. Ja, das Teil ist mir egal. Hallo, ich greife meine... Alter, Seite! Ja,
Ja, okay, es scheint nicht so schwer zu sein, wie ich befürchtet habe. Hallo, hallo, Junge, bist du blöd? Okay, wenn du dein Schild nicht verwendest, ist das in Ordnung. Wow, jetzt hast du ihn ja gar nicht gebraucht. Ja, ist ja alles gut. Okay, wir müssen da scheinbar hoch. Alter. Interessante Rätsel. Nicht runterfallen. Warte, wo sind wir jetzt? Okay, jetzt kommt der Hardcore-Teil. Ist das euer Ernst? Muss ich? Ach so, oh nein! Scheiße! Hallo, beeil dich, nein! Ja, da, so ist das halt, wenn Link ein Volltrottel ist. Alter! Wieso ist A denn runterspringen? Ah, verdammt, ey, das habe ich wieder falsch gemacht. Ich bin ja auch ein Depp, ey. Ah, bin ich dumm. Ich ärgere mich so sehr über meine Dummheit. Okay. Ah, ja, super. Ist mir ehrlich gesagt egal. Nee, stehen bleiben wäre ja auch zu viel verlangt. Ich bin doch wieso. Alter, wenn es an sowas scheitert, dann ist das peinlich. Und hier kann ich nicht mal mehr die Bewegungssteuerung dafür verantwortlich machen. Das war halt einfach Dummheit. Warum bist du weitergelaufen? Ja, geh mir nicht auf die Nerven. Hallo, Seite! Ich greife von Seite an! So, jetzt möchte ich das Teil hier aktivieren. Oh Gott, was für ein Rätsel. Ja, geht das auch nochmal? Oh mein Gott, seid ihr Assi. What? Wo geht das hier weiter? Hä? Okay. Hallo, spring! Okay, warum springt der Trottel jetzt nicht? Hallo, gucke mal, ich zappel rum! Ach so, das geht nur da unten. Ja, das... Alter, ich hätte dich jetzt gleich fast richtig verarscht. Spring, spring! Ach, geht ja doch noch. Ja, dann bin ich ja erleichtert. Oh Gott. Oh shit. Was willst du machen, wenn der Typ eine halbe Stunde an dem Scheiß rumhängt und nicht so seinen Arsch nicht bewegen kann? Was ist dein Scheißproblem? Spring doch einfach, Mann! Du hängst da und haust dein Teil und schüttelst dir den Arsch ab! Das kann doch nicht sein! Was ist denn das? Es tut mir leid und ja, jetzt werden die Leute wahrscheinlich wieder sagen, ja, Stroh, du bist doch selber schuld, dann hättest du halt geschüttelt. Hallo, halt dich fest, du Idiot. Das ist jetzt schon wieder vorbei. Na super. Timing genau verkackt. Spring! Du sollst dann über, du Idiot! Was ist denn das? Ach so, ich ahne es. Ich ahne es. Ja, natürlich. Man darf nicht nach links schütteln, man muss nach vorne schütteln. Das ergibt vollkommen Sinn. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Natürlich, das ergibt natürlich Sinn. So wie ich mein Glück kenne, müssen wir uns jetzt mittels dieser Greifhaken fortbewegen.
Ja, ist ja noch nicht krass genug. Ihr seid solche Assis. Ich kann die auch noch nicht umbringen, ja? Nee. Ich sehe sie nicht. Ach so, die sterben. Wenn das Teil weit genug fährt, dann sterben die, okay? Verstehe, die existieren im Heute nicht mehr. Dann warte ich kurz. Alter. Ja, jetzt kommt die auch noch, oder was? Ja, weg. Hallo, wenn ich dir eine auf die Fresse gebe, dann erwarte ich, dass du stirbst. Springt dir da einfach durch mein Schwert durch, hey! YOLO, weg! Alter, ey, teilweise ist die Steuer ein bisschen wirrt. Ja, natürlich. Ja, natürlich! Haben wir's denn bald? Da kommt jetzt noch so ein Vieh von der Decke. Ja, und ich hau ja auch nur von der Seite drauf. Und da hau ja von der Seite drauf und du verpisst dich. Okay, hier dürfen wir ein bisschen peitschen. Gehen wir gleich wieder auf unseren Enterhaken, man weiß ja nie. Ja, yes, das ist euer Ernst. Okay. Ich hau mal lieber mal gleich weg. Oh Gott, Peitsche, was? Du bist mir sowas von egal. Die nicht. Die ist mir nicht egal. Die will ich haben. Eine Äonenblume. Ja, ja, bla bla, uninteressant. Ja, das, Leute, das stört den Spielfluss. Okay, du bist mir egal. Hallo, Peitsche. Peitsche! Ja, das ist mir sowas von egal. Ja, ja, das ist mir auch sowas von egal. Auf welcher Seite werden die aufgehalten? Auf der rechten. Oh Gott. Oh shit. Ah, jetzt hatte ich schon gedacht, ey. Hallo? Bist du blöd oder so? Ist das dein Ernst? Das kannst du nicht. Ja, super. Oh Gott. Dann weiter. Oh ja, und fall am besten wieder runter. Lass los. Oh, meine Fresse. Hallo? Schild! Ich kämpfe jetzt nicht gegen die. Fick dich! Fick dich! Ja, jetzt ertrinkt man auch. Komm! Weg mit dir. Fahr weiter. Oh! Nee, guck, unser Schild geht einfach nicht mehr. Lol, what? Ja, kotz mich nicht an, ey, ganz ehrlich. Vorbei. Ich hab zugeschlagen! Du bist tot, weil du hässlich bist und stinkst! Ach, lass mich raten. Alter, die Bewegungssteuerung ist im Arsch! Kotzt mich so an jetzt. Dreimal diesen scheiß verfickten Schild. Und wie komme ich da jetzt hoch? Achso, jetzt kann ich anvisieren. Ja, das ist ja schön. Schön, dass das gerade vor allem nicht ging. Alter, so was Blödes. Da haust du deinen Nunchuck durch die Gegend und links so, oh ja, Achso, das geht zu. Ja, das ist ja schön.
Oh nein. Trolling Level over 9000 Millionen und endlich 1000 der Zerstörung. Natürlich ist da ein gottverdammtes Scheißviech. Kommt man eigentlich irgendwie dann auch mal rüber? Nee, da ist kein Weg. Ja, komm her. Bye bye, Arschloch. Oh, ich seh's. Ich seh's, wir sollen dafür wohl besser nicht die eigenen Bomben konsultieren. Ja, dann konsultieren wir halt andere Bomben. Weg. Da hätte er jetzt wieder falsch geschlagen. Ja! Weg. Es ist mir scheißegal. Weg. Alter, kotz mich nie wieder so an, ey. Boah, ey, das ist echt böse gewesen. Aber hey, scheiß drauf, wir haben den Drachen wohl wiederbelebt. Eigentlich ein hübsches kleines Minispiel, aber war schon echt trollig. Jetzt wird er wahrscheinlich die gesamte Gegend wieder zum Leben erwecken und wir kommen dann auch irgendwie zu dem Artefakt, ja? Oh Gott, was ist das denn für einer? Hi du! Der Donnerdrache hat mir erlaubt, hier nach Steinen der Zeit zu graben. Im Augenblick geht es ihm jedoch ziemlich mies. Ich mache mir Sorgen, wenn das so weitergeht. Ja, mach dir mal Sorgen. Das ist nicht so geil, wenn es dem nicht so gut geht. Aber das Wichtigste hier ist erstmal das Artefakt, ja? Und daher werden wir jetzt erstmal das Artefakt holen. Tut mir leid, Donnerdrache. Du kannst nicht gegen ein Artefakt anstinken. Der Donnerdrache ist krank. Wenn du diesen Stein der Zeit willst, brauchst du seine Erlaubnis. Aber jetzt hast du wohl andere Sorgen, oder? Hä? What? Ich darf da jetzt nicht rüber, weil der blöde Dreck sagt da... Oh, leck. Du kleiner Pisser, ey. Also, Donnerdrache, was ist denn los? Wahrscheinlich müssen wir dir jetzt wieder heiliges Wasser bringen. Hi, du. Oh. Solch einen Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch. Was machst du denn hier? So, du kommst also vom Himmel und bist Strohi. Oh, irgendwas fehlt mir da. Wie wäre es mit sowas wie WR16? Strohi, so wie meine Freunde. Gefällt dir nicht? Oh, naja. Also, was willst du denn? Ach so, ich soll WR16 heißen. Das kannst du vergessen, du Pisser. Ich heiße Strohi. Oh, ich soll dir ein Lied beibringen. Du sagtest gerade vom Himmel, also bist du der Auserwählte. Naja, das erklärt einiges. Aber weißt du was? Das geht leider im Moment gar nicht. Weil, ich bin tot. Gerade schwere Krankheit kann ich singen. Oh, es ist schon eine Last, ein Auserwählter zu sein, ja. Hm. Wahrscheinlich kommt jetzt eh gleich wieder Fei. Nein? Ich könnte wetten, dass das was mit diesem blöden... Wie weit reicht jetzt eigentlich das hier alles? Da hinten reicht es nicht mehr hin. Wir können den Weg jetzt nicht nochmal gehen. Na bitte! Ich krieg euch ja doch noch. Kleinen Penner-Ameisen, ey. Eine. Ja, du kannst dich nicht verstecken. Ich nehme dich jetzt mit. Suizid ist nicht mit mir, ja? Nicht schon wieder. Sehr schön. Was ist das? Das ist nur ein dummer Stein, hä? Ja, keine Ahnung. Der wird schon seinen Grund haben, warum der hier liegt. Ja, chill. Yeah.
Oh. Ups. Na super. Was könnte man denn machen, um den Typen zu heilen? Fei sagt ja gar nichts. Ich meine, das letzte Mal, als einer krank war, konnten wir diesen Wasserbehälter holen, aber den haben wir jetzt schon ausgekippt und der ist, glaube ich, kaputt, ja? Können wir das Teil eigentlich noch deaktivieren? Ja, das geht sogar, ne? Oh, da fällt mir etwas ein, was ich dir noch gar nicht gesagt habe, was verdammt wichtig war. Die Roboter haben den Lebensbaumkeimling da gepflanzt. Er hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Aber für mich ist es vielleicht schon zu spät. Na, nix da. Du lebst gefälligst weiter den Lebensbaumkeimling. Auf der anderen Seite der Brücke haben wir den Lebensbaumkeimling, dessen Früchte alle Krankheiten heilen, eingepflanzt. Leider sind unsere Bemühungen in dieser Umgebung fruchtlos geblieben. Ja, super. Also lass mich durch, du Penner. Ich hab's verdient. Achso, und jetzt lässt du mich durch. Oh, wow. Um den Donnerdrachen zu kurieren, haben wir einen Lebensbaumkeimling eingepflanzt. Aber es ist alles umsonst. Hier geht's weiter, okay? Schauen wir halt mal, was sich hier so findet. Ja, so eine Ameise schon wieder. Die Viecher gibt's ja auch wie Sand am Meer. Weißt du, du bist eigentlich nichts wert, aber man kann dich verkaufen. Wie komme ich da jetzt hin? Wie immer erstmal die Lage checken. Wir haben da einen toten Roboter und wir haben diesen blöden Keimling. Wir können den Stein der Zeit jetzt nicht aktivieren. Müssen wir das Teil jetzt zurückschicken oder was? Nein. Das könnte aber Sinn ergeben. Oh Gott. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Ich muss jetzt nicht diesen blöden Stein der Zeit zurückschicken, damit der Sand da verschwindet und ich da hochkomme, oder? Ich würde euch töten. So, die haben wir alle umgebracht. Fährt er jetzt wieder weg? Nein, er fährt nicht mehr weg. Okay. Ja, natürlich. Ich habe voll die Ahnung, was ich jetzt machen muss. Scheiße. Da kommen wir doch im Leben nicht hoch, oder? Können wir vielleicht die Sandlast hier irgendwie da oben verringern? Ist da drin vielleicht ein Stein der Zeit? Ja, außer Rubin ist hier nichts. Okay. Achso. Oh ja, okay. Ja, dann ist ja alles gut. Wow. Das war ganz schön schwer. Zack. Einmal alles ins Jetzt gebracht. Erzähl doch mal. Dem Donnerdrachen geht es schlecht und hier will kein Baum so recht wachsen. Wir haben keine Zeit mehr. Ich auch nicht, aber das hier ist definitiv weg. So, die machen wir dann auch gleich bei Gelegenheit. Das ist ja, wir sind ja jetzt bei den letzten Artefakten mittlerweile, ne? Aber es sind noch einige. Okay.
Wir haben den Lebensbaumkeimling erhalten. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt eine Lebensbaumfrucht. Du willst ihm doch helfen, oder? Ja. Das ist eine gute Nachricht. Dann solltest du ihn allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranell. Oh, shit. Ach so. Okay. Pflanzen ihn ja an einem anderen Ort ein. Oh Gott. Oh, was für ein Aufwand. Warte mal. Was? Wie zur Hölle komme ich jetzt eigentlich wieder zurück? Ups. Ich hoffe mal, das geht jetzt mittels dem Käfer. Sonst habe ich ein kleines Problemchen. Oh, es geht. Alter, jetzt hatte ich schon 2 Sekunden echt Sorge. Wir sollen ihn woanders einpflanzen. Ich würde mal sagen, wir pflanzen ihn im Wolkenhort ein. Oder wollen wir ihn in Ferone einpflanzen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt speichern wir auf jeden Fall erst einmal. Und dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Kommentar freuen. Ebenso ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dahin, Servus.